Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts vs. Capcom. Beim letzten Mal habe ich mich über Giftpflanzen beschwert und wir sind durch Labyrinthe geschlichen. Ganz abwechslungsreiche Dinge, die wir getan haben. Und diesmal wollen wir die kunstvollen Flieger besiegen. Oder den, wie da steht. Aber das sind drei verwirrende Beschreibungen. Ja, da wollen wir uns auf jeden Fall zuerst hier machen. Schauen wir mal, was wir hier Schönes finden können. Mit Axel gemeinsam. Fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an. Was denn? Dass wir so miteinander reden? Dann war das wirklich schon so lang? Oh, jetzt ja verfliegt. Übrigens, sind wir hier nicht richtig? Oh ja, sind wir. Wir sind da. Hier, sieh mal. Gute Arbeit, Roxas. Was machst du da, Roxas? Das ist ja seltsam. Ich konnte doch fliegen. Ich brauche wohl dieses leuchtende Pulver dafür. Verdammt, nicht schon wieder! Hä? Die Stimme kenne ich doch. Ach ja, tust du? Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht dieselbe Stimme ist wie beim letzten Mal, aber ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal für eine Stimme dafür getan habe. Also machen wir einfach irgendwas. Wie immer. Wir graben und graben, alles, was wir finden, sind mehr Herzlose. Die kosten mir einfach zu viel Zeit. Wir müssen den Schatz finden, bevor es jemand anders tut. Das treibt mich noch zum Wahnsinn. Captain, wo ist hier, Captain? Zurück zum Schiff. Ich blase die seligen Dinger in die Luft, dann können wir in Ruhe graben. Will ich meinen Captain? Nur Gott würde jetzt anfangen, mit seiner Kanone auf uns zu schießen. Was machen die? Letztes Mal haben sie irgendwas von Schatzkarten geredet. Die graben nach Gold? Sieht ja daraus, als würden sie nur Probleme ausgraben. Stimmt, aus irgendeinem Grund graben sie ständig herzlos aus. Du meinst, ja, sie verstecken sich im Boden? Da bin ich mir nicht so sicher. Hast du eine bessere Erklärung? Ich habe in dem Loch, das sie gegraben haben, ganz und allein eine Truhe voller Schrott gefunden. Und die Herzlosen waren in der Truhe? Weiß ich nicht. Vielleicht kommen sie auch woanders her. Wir werden vermutlich woanders herkommen. Zum Beispiel. Kam der dem Kerl in Rot nichts komisch vor? Komisch? Wieso komisch? Also, im Moment können wir nur raten. Fangen wir dort an, wo sie schon gegraben haben. Vielleicht machen unsere Ziele gerade ein Näckerchen. Ja, mir ist schon merkwürdiges passiert. In der Tat. Du hast schon Herzlose mit einem Stock besiegt. Finde alle drei kunstvollen Flieger. Machen wir. Da wir gerade selber tatsächlich nicht fliegen können, wir können nur ganz normal gleiten. Und werden wir aktuell halt auch wirklich nur hier überprüfen können. Oh, hallo. Nochmal. Sorry, ich das letzte Mal hier einfach hab sitzen lassen. Was? Bist du böse auf mich? Warum wohl? Oh, weil ich dir nicht zum Schiff gefolgt bin. Nick. Hey, Roxas. Wen haben wir denn hier? Ich weiß nicht genau. Ich habe sie auch letztes Mal hier getroffen. Ich glaube, sie ist harmlos. Sie hat mir geholfen zu fliegen. Ja, ja. Ich habe ja schon gesehen, wie toll du das kannst. Es ist wahr. Hier, hilf mir, sie zu zeigen. Kannst du uns noch etwas von dem leuchtenden Zeug geben? Der muss erstmal schwer drüber nachdenken. Schau mal, es ist okay. Siehst du? Ich hab's doch gesagt. Wie machst du das? Kann ich nicht sagen. Wenn man das Pulver genommen hat, denkt man einfach, ich kann fliegen. Und zack. Ich kann fliegen? Und zack, ha? Probier's doch auch mal. Na gut.
Oh, peinlich, Axel. Peinlich. Ich spür nichts, Roxas. Komm schon, versuch's nochmal. Du musst mir glauben, Axel. Vertraue mir, der in dich vertraut. Okay, ich glaube dir. Oh mein Gott, er fliegt! Ich kann fliegen! Ich kann fliegen? Du kannst fliegen! Was ein Dialog! Das haben Schreiber geschrieben. Ich glaube, sie will immer noch, dass ich mir das Schiff ansehe. Gehört das nicht den Kerl von vorhin? Wie, sind das einfach unsere Freunde? Scheinbar nicht. Warum ist dann so wichtig, dass wir... Cannonball! Meine Güte, ist der eckig. Ja, was war das? Feuer, Feuer frei! Schick diese Atlas auf den Meeresgrund! Eigen! Jetzt werden wir tatsächlich beschossen. Mit eckigen Kanonenkugeln. Also mit Kanonenecken. Sie greifen uns an? Nein, ich glaube, sie haben uns mit Herzen verwechselt. Na, großartig. Na, in der Tat, großartig. Hey, Moment mal. Roxas, bist du verrückt? Komm zurück. Ja, aber sie... Wir wissen nicht, was sie vorhat. Die Mission ist wichtiger. Finden wir diese kunstvollen Flieger. Na gut. Ja, ignoriere Tinkerbell einfach wieder. Pass auf, ich will dich nicht von einer Kanonenkugel abkratzen müssen. Yay, das nächste beste Gimmick im Spiel. Man wird von Kanonenkugeln beschossen, die Schaden machen, wenn sie uns treffen. Nichts Schöneres. Das sind keine kunstvollen Flieger. Behaupte ich mal so. Das sind Blasenbeat. Was ein toller Name. Ja, ich fliege. Ich wollte gar nicht fliegen. Aber gut, dann fliegen wir halt, ne? Wenn man einmal im Flug drin ist. Das Ding kann offensichtlich auch fliegen. So wie es hier in der Luft rumhängt. Und es hat gerade seine. Offensichtlich hat es gerade seine Heilanimation gemacht. Und dann schweben die ja ein Stück vom Boden weg. Das wird es gewesen sein. Sah ein bisschen sehr merkwürdig aus gerade. Yay, die Kanonenkugel hat mich getroffen. Wie gesagt, spaßiges Gimmick Nummer 4 in diesem Spiel. Ich habe nicht wirklich nachgezählt. Ich weiß, das ist ein viel, viel zu tolle Gimmick, das hier doch ist. Okay, wir sollten natürlich auch da, wo wir gerade gegraben haben, noch untersuchen und uns die Items, die da vermutlich drin sind, holen. Wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, dass dann da irgendwie noch zufällige, wenn nicht wirklich zufällige, aber Items halt drin sind. Erstmal müssen wir jetzt diese türkisen Märsche mal wieder besiegen, die im Weg sind. Das übliche Problem an Nimmerland. Überall hängen türkise Märsche rum, die einem das Spiel versauen wollen. Ey, da ist ein Bronze immerhin drin gewesen. Nicht so übel. Schauen wir mal, was hier drin ist. Es ist ein kunstvoller Flieger. Das ist echt was Sinnvolles. Besiege den kunstvollen Flieger. Wenn ich ihn so noch anvisieren könnte, würde das helfen. Ey, gute Arbeit, Axel. Du hast ihn schon mal angezündet. Ich hasse diese fliegenden Gegner. Genau deshalb. Hey, ich springe mal hinten da vorne hin und bin wieder abvisiert. Und dann springe ich mal wieder da vorne hin und bin wieder abvisiert. Und dann springe ich mal wieder da vorne hin und bin wieder abvisiert. Spannend. Die lassen immerhin Energietechs plus fallen. Also immerhin was Sinnvolles. Aber dafür kriegen wir eine Potion. Hurra. Und mehr türkise Märsche. Yay. Türkise Märsche. Gegner, die einem nicht wirklich was Großartiges tun können, solange man sich bewegt. In dem einen Moment, in dem sie angreifen. Und wenn Axel jetzt auch noch meine Angriffe nicht blockieren würde, wären sie wahrscheinlich auch schon tot. Axel, du stehst im Weg. Danke. So. Jetzt müssen wir immer noch die beiden Abzeichen irgendwo finden. Natürlich die Frage, wo wir hier mal die Abzeichen finden. Da sollten wir mal suchen. Da unten ist was.
Hier haben wir das Qualabzeichen. Okay, außerdem ist ein Luftkämpfer gespawnt. Boah, es ist Kentuckyser Marsch. Da bin ich ja richtig überrascht drüber. Ich sehe auch andere Gegner sind als türkise Märsche überall. Wäre es lieber, wenn das hier ein türkiser Marsch wäre, weil Luftkämpfer viel nerviger zu bekämpfen sind. So, wunderbar. Und dann müssen wir wohl noch das Einheitsabzeichen finden. Natürlich die Frage, wo das ist. Welche hinten irgendwo? Die große Suche nach kleinen Objekten in einem riesigen Raum. Immer gut. Ich habe jedenfalls mehr türkise Märsche gefunden. Das ist etwas, schätze ich. Nichts wirklich Gutes, aber etwas. Na, ich sehe da vorne irgendwas im Wasser leuchten. Man kann es ganz klein erkennen. Einige wenige Pixel, aber da vorne scheint mir das Einheitsabzeichen zu sein. Ja, ja, Einheitsabzeichen. So, dann können wir ab jetzt anfangen, wirklich nur noch nach Löchern zu graben. Oh, hey, noch ein Flieger. Das hat sich ja gut gefunden. Ja, auch der mit seinem schönen ich spring mal eben hinten rüber Gimmick. Ich mag die Fliegergegner nicht. Wenn sie wenigstens dabei angevisiert bleiben würden, damit man halbwegs vernünftig wieder zu denen hin kann, aber nein. Hier hast du ein Feuer. Ich hoffe, mich zu nerven. Dann geht mir die Energietech bloß. Na, wunderbar. Was gibst du mir Schönes? Noch eine Potion? Noch eine Potion! Yay! Potions. Hier ist kein Loch drauf, an dem wir graben können. Da sind hier noch mehr Märsche, die wir bekämpfen können. Da kommt schon Marsch, geht kaputt. Dankeschön. Nächste Marsch. So, und der ist jetzt auch erledigt. Sehr schön. So, wo haben wir noch mehr Sachen, die wir aufbuddeln können? Da unten ist nichts. Die Märsche riech ich jetzt einfach mal, wenn mir das echt zu lange dauert, die jetzt alle zu besiegen. Müssten auch gleich irgendwann mal die spawnen, wenn wir das hier untersuchen können. Und hier finden wir mehr Blasenbeats. Hey, Blasenbeat! Hauptsächlich will ich in dieser Mission nur die Löcher alle überprüfen, um die ganzen Items herauszuholen. Aber jetzt sämtliche türkise Märsche hier zu besiegen, könnte eine Weile dauern. Das haben die Nibberland-Missionen leider so an sich, wie gesagt, dass sie überall einfach einzelne Gegner hingesetzt haben, die, auch wenn sie nicht schwer zu besiegen sind, einfach eine Weile dauern, bis sie mal umfallen. Hey Axel, könntest du mich mal wieder heilen? Das wäre total super. Leider heilt Axel mich nur dann, wenn er selber Heilung braucht. Das heißt, er müsste eine Weile verprügelt werden, damit er mich heilt. So, was geben die uns? Die geben uns einen Cyanidstein. Okay. Besser als nichts. Jetzt, weil der türkise Marsch da gespawnt ist, kann ich die Schatztruhe nicht öffnen. Da muss ich die türkisen Märsche jetzt ausnahmsweise mal besiegen. Ey, du hättest mich damit gar nicht treffen dürfen. Du hast den nach hinten von dir ausgeworfen. Das ist frech. Du kannst ihn normalerweise nur in die Richtung werfen, die du guckst. Frecher Gegner. Einfach so rückwärts zu schmeißen. Auch der schon wieder. Meine Güte. Die können ja doch rückwärts werfen. Frech. So, jetzt darf ich buddeln, ja? Danke. Was haben wir hier drin? Mehr Blasenbeats! Hurra! Besiege die entdeckten Herzlosen. Aue. Dämliche Kanonenkugeln. Ja, auch diese Gegner tun uns ja nicht wirklich was, aber die Kanonenkugeln halt, ne? Die halt von irgendwo offscreen angeflogen kommen. Heilen wir uns mal. Schicken dir auch mal einen Feuerzauber ins Gesicht. Weil ich keine Lust mehr habe, gegen den einen da zu kämpfen. So, finde alle drei kunstvollen Flieger und hier haben wir erstmal noch einen Leuchtstein. Okay. Dann schauen wir mal. Hier haben wir nichts zum Buddeln, glaube ich. Hier haben wir was zum Buddeln.
Buddel, Buddel. Was haben wir hier? Hey, wir haben den letzten Flieger gefunden. Sehr gut. Hey, kurz vor der Flieger. Hey. Oh, jetzt aber. Hey, er ist nur auf halbem Weg dadurch ausgewichen. So, erledigt. Gib mir den Energietech Plus. Gib mir den Energietech Plus. Warum er nicht hingefallen ist? Warum ist er nicht aufgehoben, Rock? Ist es. Jetzt muss ich da nochmal komplett runterfliegen, um die Dinge einzusammeln. Ein Heilmittel. Okay. Ja, Rückkehr erlaubt natürlich, da wir jetzt alle besiegt haben, weil hier vorne gerade eben aus der Luft schon ein weiteres Loch gesehen. Bevor wir dann eben noch auf jeden Fall aufbuddeln. Wahrscheinlich noch mehr Blasenbeats dann drin. Oh mein Gott, das sind Blasenbeats, wer hätte es gedacht? Ja, vielleicht kriegen wir was Sinnvolles dafür. Na, du bist schon mal fast K.O. Da bist du ganz K.O. So, Feuer macht das Ganze irgendwie etwas einfacher. Wunderbar, was gebt ihr mir noch? Du gibst mir noch ein Eisen. Ja, das hat sich doch gelohnt. Und hast du irgendwas zum Aufbuddeln? Da nicht, da auch nicht. Ja, scheinen wir alles aufgebuddelt zu haben. Dann können wir jetzt gehen. Ja, wir haben beide Abzeichen gesammelt, wir haben alles aufgebuddelt, was es aufzubuddeln gab. Und wir haben die Mission erledigt. Mission erfüllt. Hm, das war ein seltsamer Auftrag. Es regnet weiter in Kanonenkugel. Nee, du musst dir wenigstens Punkte für den Versuch geben. Splish. Hm. Ob es dir wohl gut geht? Hm? Oh, deiner kleinen Freundin? Tja, vielleicht hätten wir sie begleiten sollen. Ja, hättet ihr. Hm, wir haben noch keine Wahl. Das Schiff liegt nicht auf unserem Weg. Ist keine gute Ausrede. Na, Kopf hoch. Sie wirkt ziemlich entschlossen. Sie wird schon schaffen. Ja, du hast wohl recht. Komm schon, kehren wir zum Schloss zurück. Ja, genau. Gehen wir einfach nach Hause. Was soll Tinkerbell schon schlimmstenfalls passieren, ne? Oh mein Gott, das ist Carlo. Den haben wir ja seit Agrabah nicht mehr gesehen, glaube ich. Er hat keine besonders große Rolle in diesem Spiel irgendwie. Diese Deppen graben tatsächlich mein Plan geht auf. Das ist seltsam. Wo sind die Herzlosen hin? Tja, wo sind die Herzlosen wohl nur hin? Ja, glaubst du, dass funkelnder Staub auch in anderen Welten funktioniert? Damit kenne ich mich nicht aus. Wow, ihr zwei seid ja richtig durch eure Mission geflogen. Bedumts. Ja, wenn du wüsstest. Shion. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich hatte heute alle Hände voll zu tun. Setz dich. Nimm ein Eis. Red über den Tag. Ich wollte dir gerade erzählen, dass Axel und ich heute wirklich geflogen sind. Hm? Ihr seid geflogen? Ja, dieser funkelnde Staub macht es möglich. Hm. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr so glücklich ausseht. Hm, Glückspilze. Hm, was ist? Ist dir was passiert? Nee, ist nichts. Well, okay then. Wenn nichts passiert ist. Wir sind schon beim 4,7 Multiplikator. So langsam kommen die Herzpunkte wirklich zusammengeflogen. Auf jeden Fall haben wir dringend dafür die drei Dunkelbarren gekriegt, die wir haben wollten. Und drei Elixierrezepte gekriegt, die ich haben wollte. Und haben Energietech Plus das erste Mal von Gegnern fallen gelassen bekommen. Ein Material zum Spielen in der Tafel, die viel Kraft verleiht. Ja. Und unsere üblichen Abzeichen. Oh mein Gott, wir springen mal wieder ein paar Tage nach vorne. Tag 224. Anomalität. You seem to be struggling. Cutscenes. And no
nobody. I keep trying to piece his memory back together. But what if some of the pieces got lost? There would be no way for me to finish. Und das wäre tragisch. And they found their way into someone else. He'd never get them back. Oh, I think he can do without a memory or two. But what? Gute Arbeit ist. Ja, ich bin mir sicher, der braucht dringend alle seine Erinnerungen wieder. Ja, vermutlich. Sie? Wer könnte sie nur sein? Cut sofort rüber zu Shion, ganz unauffällig. Wer könnte es nur sein? Über wen könnten sie nur gesprochen haben? Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Yay. Dann schauen wir erstmal im Shop vorbei. Ist ja grüß, Kupo. Kupo, Kupo. Wir können wie immer nichts kaufen, glaube ich. Ja, außer halt die üblichen Sachen, die unendlich oft da sind, die wir nicht kaufen wollen. Da können wir irgendwas Neues schmieden. Wir können auf jeden Fall 3 Elixiere schmieden. Da schmieden wir mal 3 Elixiere. Yay, 3 Elixiere geschmiedet. Zauber brauchen wir nicht zu schmieden. Hiervon können wir nichts schmieden. Und hier können wir, glaube ich, nichts schmieden, was wir nicht schon haben. Das sieht ganz so aus, ja. Die Runentech Plus, die es irgendwo früher mal gab und irgendwie scheinbar nicht mehr zu geben scheint. Unglücklicherweise. Und dann schauen wir mal. Axel, was hast du so zu erzählen? Hey, Roxas! Du und Demix heute? Viel Glück! Oh Gott, wir müssen mit Demix unterwegs. Nein! Na, ich freue mich immer über Demix. Dann können wir erstmal wieder in unsere Tafeln reinschauen und feststellen, dass wir irgendwie jede Menge Platz haben. Also, wenn wir jede Menge Platz haben, können wir erstmal Level Up reinpacken. Und dann, dafür haben wir keinen Platz. Alle Fähigkeiten haben wir drin. Da müssen wir die Zauber eben so irgendwo reinlegen. Brauchen wir denn von allem eins? Ein Blitzmeer. Ein Vita-Meer. Und ein Feuermeer, ja. Von jedem eins. Ich glaube, das macht Sinn. So ist gut. Schon sind wir wieder besser ausgerüstet. Okay, Demix, was hast du so zu erzählen? Hey, Roxas, Zwischenfrage, du hast. Wie gut kannst du aufklären? Finale Herzlose, Mission 52. Wie gut versteckt? Nur untersuche alle verdächtigen Punkte. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Dann habe ich Sykes vom. Dann habe ich dich belohnt. Wow, sehr gut, du hast eine gefunden. Ja, es müsste eine von den Halloween Town Missionen gewesen sein, wo wir die ganzen Luftballons untersuchen mussten. Hier für dich, Mann. Bereut was Karma, wenn ich dir meinen Namen abgebummelt habe. Was riecht mein Schönes? Einen dunklen Barren! Yay! Mehr dunkle Barren! Die brauchen wir dringend zum Schmieden. Was geht's, Sykes? Ich schicke dich heute mit Demix los. Versuche ihm etwas von deiner Arbeitsmoral abzugeben. Ich versuch's. Ich tue mein Bestes. Arena des Olymp! Beende die herzlosen Bedrohung! Oh, werden wir dann wieder befördert danach? Yay! Ich kann's kaum erwarten. In der Arena des Olympus ist ein unidentifizierter riesiger Herzloser aufgetaucht. Finde und besiege ihn gemeinsam mit Demix. Warum schickt ihr Demix auf eine Mission, wo wir einen verdammten riesigen Herzlosen besiegen müssen, wenn ihr wisst, dass er nicht arbeiten oder kämpfen will? Hallo? Wer ist auf die Idee gekommen? Dafür kriegen wir voll gar das erste, glaube ich. Ein Vitra-Rezept und Windstein. Hat doch sowas Tolles. Und wir haben 2 Abzeichen, ein Wappen und 3 Schatzruhen zu finden. Aber in der Arena ist Schatzruhen finden ja in der Regel sowieso nicht so schwer. Yay, willkommen zurück in der Arena. Schon wieder Herzlosenjagd? Damit sage ich dir immer wieder, dass ich nicht dafür geeignet bin. Diesmal geht es um ein spezielles Ziel. Sykes meinte, es wäre stark. Das ist zu schwer, nach Hause zu gehen. Ich muss halt diese ganze Kampfmission machen, weil wir Partner sind. Wollen wir uns trennen wie beim letzten Mal?
Bin zu irre? Aber wenn wir es finden, ich kämpfe ganz bestimmt nicht alleine gegen das Ding. Dann lass uns loslegen. Ich schick ihn einfach nach Hause. Ich glaube, du kannst das besser alleine machen. Finde den unidentifizierten riesigen Erdlosen. Einfach erstmal müssen wir Inferno-Noten besiegen. Ja, die sich jetzt gegenseitig heilen. Fun. Da versuchen wir zumindest mit dem Blitz ein bisschen nachzuhelfen, damit es ein bisschen schneller geht. Das ist die nächste Inferno-Note. Feuer mal bitte auf Davix, nicht auf mich. Danke. Komische Riesenkanone. Ist mir lieber, wenn die nicht mich angreifen. Apropos. Mehr Inferno-Noten. Warum? Und noch mehr. Yay. Ja, danke, dass du gegen die Wand gelaufen bist. Sehr nett von dir. Ja, die stand leider nicht nah genug an der Wand, sonst hätte das genauso gut bei der funktioniert. Ja, die heilt sich jetzt wieder. Spannend. Okay, da vorne sehe ich schon mal ein Abzeichen in der Luft hängen. Und Damix hat sich mal wieder selber geheilt, weil er die ganze Zeit die Kanonenkugeln auf den Schädel kriegt, die ich abblocken möchte. Okay, Donnersplitter. Was kriegen wir jetzt hier? Das Qualwappen. Okay, ist kein Abzeichen gewesen. Ach, da können wir jetzt die Riesenkanone verprügeln. Sollte ja nicht so schwer werden. Ey, sie steht gegen der Wand. Aber er ist auch nicht nah genug dran. Aber wir haben mehrere Blitze trotzdem getroffen. Yay, noch mehr Riesenkanonen! Hurra! Die sind zwar nicht unser Ziel. Aber erledigen können wir sie trotzdem. Was geben die uns? Noch mehr Donnersplitter! Yay! Und das hier ist ein Donnerstein! Ui! Ja, haben wir hier sonst irgendwas? Irgendwo noch ein Abzeichen rumhängen. Sieht nicht so aus. Okidoki! Du kommst wieder nicht mit rein. Bleibst wieder draußen stehen. Damix, wir müssen draußen bleiben. Ich bleib hier draußen und bewache den Ausgang. Keiner kommt hier raus. Außer mir vielleicht. Yay, dürfen wir doch alleine den großen, unidentifizierten Herzlosen besiegen. Ich habe auf dich gewartet, Kleiner. Heute ist der große Tag, hä? Großer Tag? Keine Angst, ich habe dich bereits für die Spiele angemeldet. Du musst einfach nur das anwenden, was du im Training gelernt hast. Aber, na gut. Die Spiele sind heute? Da muss ich teilnehmen, um in der Arena suchen zu können. Hör auf zu träumen, Kleiner. Du musst da draußen hellwach sein. Sag, wenn du soweit bist. Nick. Nicken wir mal freundlich. Nimm an den Spielen teil und finde den riesigen Herzlosen. Ausrufezeichen. Also geben wir noch einen weiteren Feldfreigeber. Okay. Und dann finden wir scheinbar noch das Einheitsabzeichen. Aber das Qualabzeichen scheint hier noch nicht zu sein. Dann wird es wahrscheinlich irgendwo in der Arena selber sein. Kannst du losgehen? Ich schätze ja. Was soll schlimmstenfalls passieren, ne? Okay, auf in die Arena. Denk immer an den Königsweg zum Sieg, Kleiner. Zwei Worte. Niemals, jemals verlieren. Wow, das ist in der Tat der Weg zum Sieg. Nicht verlieren. Er hat recht. Ist das mein Wettbewerb, Teil Roxas? Ja, es ist ein Schönheitswettbewerb. Ich brauche noch dringend ein Bikini. Sieht so aus. Die Spiele sind die einzige Möglichkeit, jetzt in die Arena zu kommen. Ja, ich komme danach. Ich hoffe sehr darauf. Ja. Allerdings. Runde 1, besiege alle Erzlosen. Mein Gott, das sind Schadenlurche. Auf einmal haben wir das Qualabzeichen. Das ist das Wichtigste von allem. Hier habt ihr ein explosives Fass. Haben sie jetzt nicht so richtig viel von gehalten, ne? Kommt mir fast bekannt vor. Runde 2. Besiege alle Herzlosen. Wo kommen hier schon wieder diese Weißbrote her? Was machen die hier in der Arena?
Warum sind sie nicht in Halloween Town, da wo sie hingehören? Keiner weiß es. Wenigstens müssen wir hier nicht auch noch zusätzlich Punkte sammeln. Wegen gewissen anderen Arenen des Olymp. Geht der Besiegung gleichzeitig Punkte sammeln. Unfug. Hier. Nimm dieses Fass. Du auch. Nimm dieses Fass. Oh, ist ausgewichen. Der ist meinem Fass ausgewichen. Frechheit. Hört auf, meinen Fässern auszuweichen. Dafür mache ich mir die Mühe. Au. Ich hasse es, wenn sie einmal greifen. Das macht immer so direkt unfassbar viel Schaden. Das war so eine gute halbe Leiste. Und das sind die schwachen Geister. Da gibt es noch stärkere Versionen von. Und dann noch stärkere Versionen davon. Die einen quasi instant killen, sobald sie eingreifen. Weil das fair ist. Hey, bist du von diesem Gegner gegriffen worden? Ist der eine Attacke nicht ausgewichen? Hier ist er mal tot. So, dieser Geist erledigt. Ja, das sind keine Tal- und HP-Fallen. Halt, nur ab und an mal, wenn sie eins fallen lassen. Schmiede ihn und ansonsten. Ja. Geben sie uns Herzpunkte und das war's. Aber wir lassen sie aber auch zwischendurch mal ein paar Schmiede diesen fallen. Mehr Donnersteine. Macht natürlich Sinn, in einer Mission, wo man einen Donnerstein und einen Donnersplitter in der Schatztruhe findet, Gegner reinzupacken, die Donnersteine und Donnersplitter fallen lassen. Als Schmiede-Items. Damit man auch ja nichts Abwechslungsreiches bekommt. So ein guter Plan-Designer. Hat er gut gemacht. Ja, jetzt verfolgen wir diesen brennenden Geist. Gegner findet noch einen Donnerstein. Wir prügeln noch mehr schwebende Geister. Das müsste jetzt auch der letzte sein. Für diese Runde. Yay, Runde 2. Erfolgreich abgeschlossen. Zing, zing. That's the power of the Keyblade. Wie jemand anders sagen würde. Runde 3. Besiege alle Herzlosen. Yay. Mit Streifenarien. Kann ich bitte die Eiskanone anvisieren? Da wäre ich gerade super happy drüber. So, Eiskanone erledigt. Wäre nämlich nicht, dass die mir jetzt die ganze Zeit auf den Kick geht, wenn ich die Streifenarien besiegen muss. Ich wusste halt, dass die Eiskanone mit einem Feuerzauber erledigt ist. Schieß mir bitte keine Level-Runter-Kugeln auf mich. Also du kannst gerne auf mich schießen, aber treffe ich mich bitte nicht damit. So. Ja, da haben die Viecher viel zu viel AP. Vor allem, wenn man sie halt nicht die ganze Zeit malträtieren kann, sondern zwischendurch noch ihren Attacken ausweichen möchte. Aber habe ich natürlich jetzt getroffen, obwohl ich ausgewichen bin. Na komm schon. Ich könnte es wahrscheinlich auch einfach mit Feuerzaubern bombardieren, aber ich will noch welche für den großen, unidentifizierten Herzlosen überhaupt. Und da ich ja weder Elixiere noch Äther mit mir rumschleppe, habe ich halt nur die Zauber, die ich gerade zur Verfügung habe. Lässt du es bitte sein, die Fässer anzuvisieren, Roxas? Wäre ich dir auch sehr dankbar drüber. Ich glaube, ich werde die letzte Streifenarie mit dem Feuerzauber malträtieren. Erstmal die hier noch verprügeln, normal. Oh, könnt ihr aufhören, die ganze Zeit auf Stufen drauf zu springen, an die ich euch nicht anvisieren kann. Auch da wäre ich sehr glücklich drüber. Hauptsache, die Zipfler zu besiegen ist nicht nervig oder so. Komm schon, geh doch kaputt, danke. Oh, hier hast du Feuer. So. Feuerzauber machen die ganze Sache unwesentlich schneller. Oh mein Gott, wir kriegen jetzt auch noch direkt zu Roxas Vergleiche. Nicht, dass die Animation nicht schon offensichtlich genug gewesen wäre. Runde 4. Besiege alle Herzlosen. Jetzt mit Zickzack-Zipflern. Ja, vor allem jetzt mit einem tatsächlichen Gegner mittendrin. Der nicht Zickzack-Zipfler ist. Ich wollte keinen Feuerzauber einsetzen. Zickzack-Zipfler erledigt. Nächster Zickzack-Zipfler erledigt. Nächster Zickzack-Zipfler erledigt. So, jetzt haben wir hier noch den Schwanzwedler. Den einen tatsächlichen Gegner in dieser Mission. Willst du mal wieder nach unten kommen? Ja, er möchte nach unten kommen. Wie nett von ihm.
Na, leider hat er seinen Schwanz ein bisschen aus dem Weg bewegt, sonst hätte der Blitzzauber noch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Aber doch so gut ordentlich Schaden gemacht. Und dann darf er noch... Ach, die werden vorher geheilt. Ärgerlich. Na gut, ist halt so. Muss es gerade so fallen, dass ich den Blitzzauber nicht sinnvoll gegen dich einsetzen konnte, ne? Musste sein. Wieso habe ich da meine Anvisierung verloren? Keiner weiß es so genau. Irgendeinen Grund wird es gehabt haben. Anvisieren funktioniert aktuell hervorragend. Ich verliere es alle 3 Sekunden. Naja, erledigt ist er trotzdem. Und er hat eine Komponente B fallen lassen. Na, immerhin. Und wie schaffe ich es eigentlich so schnell, die ganze Zeit diese Arena umzubauen? Haben die irgendwie Knöpfe dafür, um Plattformen hoch und runter zu lassen? Das ist richtig toll, Kleiner. Gehen wir in den nächsten Kampf, wo der Titel gehört dir. Okay. Ich weiß nicht viel über diesen Finalgegner, aber... So wie er aussieht, hat er schon so einige Kämpfe gesehen. Pass auf dich auf. Das werde ich. Dann machen wir schon. Jetzt bist du schon so weit gekommen. Lass den Titel nicht einfach wegschnappen. Denke mal dran. Ich setze große Erwartungen, nicht Kleiner. Kaum ihn Kleiner zu nennen. Erwartungen? Du meinst, du befiehlst mir zu gewinnen? Befehlen? Wovon redest du? Es bedeutet, ich vertraue darauf, dass du gewinnen kannst. Vertrauen? Noch scheinen die Emotionen, die er nicht kennt. Richtig. Und jetzt geh da raus und gib denen was auf die Nuss. Mach ich. Was soll schlimmstenfalls passieren, ne? Hey, Kleiner! Ja, was? Du siehst ja richtig gut, du scheinst ja richtig gut voranzukommen. Sigmar? Wer willst du? Jetzt sag nicht, dass du auch ein Schüler bist. Von wegen. Ich wollte nur mal sehen, was unser Müchtegern also macht. Deine Zukunft ist mir wichtig, Roxas. Nur mal sehen? Du hättest mir sagen können, dass du auch hier bist. Versuch's möglich, Versuch es möglichst echt aussehen zu lassen, Roxas. Oh mein Gott, ein riesiger, unidentifizierter Herzloser. Runde 5, besiege Sigmar. Okay. Dann besiegen wir mal Sigmar. Indem wir es möglichst echt aussehen lassen. Hier ist ein Feuerzauber. Hier ist noch ein. Wow, wir haben ihn besiegt. Na, ja, enorm schwierig. Auf seinen Nacken knacken zu lassen, das darf nur ich. Oh Gott, ein tatsächlicher riesiger, unidentifizierter Herzloser. Wahnsinn. Auch den haben wir noch nie gesehen. Wie man auf unserem Bildschirm extra nochmal gesagt bekommt. Hey, ist das? Sieh an, sieh an. Unser Ziel scheint hier zu sein. Oh je, sieht aus, als wäre das Finale verschoben worden. Hey, vergiss den Kampf! Bring dich irgendwo in Sicherheit! Ich versuche, Ärger aufzutreiben! Mach das! Und Roxas, bereit mir zu zeigen, was du gelernt hast? Ach, du willst also nicht mithelfen, ja? Cool, danke! Besiege den Panzerrüstor! Yay, mehr Sora! Ich will es herumfuchteln, funktioniert gut gegen diesen fliegenden Gegner. Na gut, so schwierig kann es ja nicht sein, ne? So, jetzt britzelt sein Kopf und dann kommen jetzt seine Arme raus. Dann verprügeln wir mal fröhlich seine Arme und Beine. Und dann heilen wir uns mal dringend. Hier ist ein Feuerzauber. Der hat leider nicht so richtig viel gemacht. Na komm schon, Arm, explodier. Arm, Arm, danke. Arm ist explodiert. Jetzt hat er nur noch Beine.
Tut mir fast leid für dich. Aber eben auch nur fast. Jetzt kann er fest auf den Boden stampfen beim Laufen. Ansonsten bleibt ihr nicht viel übrig an Kampftechniken. Kommt davon, wenn man halt nur noch Beine hat, ne? Leider ist unsere Luftkombo nicht besonders gut dafür geeignet, einen Gegner, der einen Millimeter über dem Boden ist, anzugreifen. Ah, jetzt können wir seine Beine verprügeln. Okay, das sollte... Ah, ich hatte gehofft, es trifft beide und trifft beide ein bisschen besser. Ja, unsere Luftkombo ist leider nicht so richtig gut für diesen Gegner geeignet. Und unsere Bodenkombo ist ein bisschen, naja, nicht so gut. Jetzt sitzt es sich wirklich nochmal zusammen. Musste ja so kommen. Respawn ein anderes Bein. Natürlich, warum auch nicht. Stampfst du nochmal ein bisschen freudig auf den Boden rum. Das kollabierst du gleich sowieso wieder zusammen. Jetzt ist er wieder zusammengeklappt. Ah, dann verprügeln wir wieder seinen Schädel. Ja, jetzt kommen wieder seine Beine auseinander. Die quasi keine HP mehr haben. So, jetzt hast du nur noch einen Kopf. Tut mir echt leid. So, dann kannst du unseren letzten Feuerzauber abhaben. Der hat irgendwie nie so richtig viel getan. Und dann kriegst du unsere Kombos ab, bis du umfällst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mission abgeschlossen. Yay, wir haben den großen unidentifizierten Herzlosen besiegt. Auch wenn ich ihn jetzt nicht wirklich als groß bezeichnen würde. Mission abgeschlossen. Na, nicht schlecht. Unser kleiner Roxas wird schneller wachsen. Machst du dich über mich lustig? Roxas, alle machen sich über dich lustig. Von wegen, das war ein Kompliment. Jetzt hauen wir schnell ab. Wir sehen uns zu Hause. Yay. Wir sehen uns zu Hause. Schön, das auch als zu Hause bezeichnet zu hören. Gute Arbeit, Mann. Demix? Du warst hier? Warum hast du nicht geholfen? Weil es Demix ist. Ich habe dich angefeuert. Hast du mich nicht gehört? Gib mir ein R. Gib mir ein... Bist du blind? Das gehört ja nicht zu den Spielen. Okay, was für ein Schock herauszufinden, dass Sigma der andere Finalist ist. Ja, in der Tat. Was er wohl sollte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf Mission war. Man weiß nie, was in seinem Kopf vorgeht. Vielleicht braucht er bloß eine Entschuldigung, um gegen mich zu kämpfen, mich zu testen. Ja, auf keinen Fall, Mann! Nee, das kann es auf gar keinen Fall gewesen sein. Ja, ich würde da nicht so viel reininterpretieren. Außerdem ist die Mission noch beendet, oder? Ende gut, alles gut, Mann. Ja, Mann. Tja, scheint so, aber... Ich bin auf jeden Fall erledigt. Machen wir Schluss für heute. Mehr Teleportale einfach überall hinsetzen. Könnt ihr damit aufhören? Ich bin mir sicher, überall einfach Öffnungen in die Dunkelheit zu setzen, das ist immer die beste Idee für die Welten. Meint ja nur. Beeilung, Erk! Du musst den Herzlosen erledigen, oder... Hä? Welcher Herzloser, Phil? Also, wo ist er hin? Und wo ist Roxas? Roxas? Wer ist das? Der neue Schüler, den du gefunden hast. Ich rede schon seit Tagen von ihm. Schnelle Auffassungsgabe. Sehr vielversprechend. Klingelt's? Ja, ich erinnere mich. Aber derjenige, den ich aufgetan habe, hieß nicht Roxas. Was? Was? Und er meinte auch, er bräuchte etwas Zeit hierher. Er dürfte noch unterwegs sein.
Was? Aber dann... Wer war... Wen habe ich denn trainiert? Oh mein Gott, die Mission will nicht enden. Mehr Zwischensequenzen. Hey Shion, wie geht's? Schmeckt das Eis? Hey Shion, schon so früh hier? Offensichtlich. Ja, ich habe meine Mission ganz schnell erledigt. Cool. Setz dich, Roxas, nimm dir ein Eis. Und? Wie war dein Tag? Ich hab Sigma verprügelt. Ach, du wirst nicht glauben, was Sigma getan hat. Hey, hey! Ah, Shion, was machst du hier? Weiß ich, sitzen und ein Eis essen. Wie jeden Tag. Was? Willst du, dass ich gehe? Lass mich in Ruhe. Na, komm schon, das meinte ich nicht. Oh mein Gott, es gibt Spannungen. Norm, Roxas kommentiert das gar nicht erst. Scheint wie vollkommen normal zu sein. Hey, Axel. Hm? Du warst im Schloss des Erfallens, richtig? Richtig. Richtig. Wie ist es dort? Weiß. Die Organisation nutzt es als Forschungszentrum. Andauernd wird jemand dorthin geschickt. Besonders du. Der war ja auch schon mal da. Und hat, Dinge getan. Aber ich oder Roxas werden nie dorthin geschickt. Ihr beiden seid doch nicht die Hellsten. Euch würde ich auch nicht ins Forschungszentrum schicken. Wahrscheinlich brauchen sie dich dort einfach nicht. Das ist alles. Ja, da gibt's keine Herzlosen. Von daher seid ihr beide ziemlich überflüssig. Vielleicht. Ich muss los. Hä? Hä? Und dann ist er einfach so vom Uhrturm runtergefallen. Da macht man nicht, Shion. Einfach so vom Uhrturm fallen. Sondern man macht's nur einmal, ne? Alles klar? Und vielleicht solltest du dich ausruhen. Nein, das ist nicht notwendig. Stille. Professionelles Anschweigen. Ich hab's. Hä? Was hast du? Lass uns also am nächsten freien Tag zum Strand gehen. Zum Strand? Wie kommst du darauf? Da können wir uns hinsetzen und Eis essen. Hast du nicht auch Lust, mal woanders hinzugehen? Meinst du, nur wir drei? Nee, wir nehmen die Restorganisation auch mit. Ich bin mir sicher, Sam, das freut sich darauf, sich an den Strand zu setzen und Eis zu essen. Ja, genau. Ich bin dabei. Wenn ich darf. Natürlich darfst du das, Shion. Das wird bestimmt total klasse. Ja, Strand, yay! Ja, bestimmt. Machen wir das. Tja, dann warten wir wohl auf den nächsten Urlaubstag. Bam, bam, bam. Ja, gib mir bitte einfach nur meine Belohnung. Unser erstes Feuer, ein Feuerball, der per Kontakt explodiert und Gena entzündet, um ihnen mehr LP abzuziehen. Außerdem beide Abzeichen und Wappen. Und zack, 225. Stille. Neuer Eintrag im Roxas Tagebuch. Ja, nach dieser Doppelfolge, von der Länge her, machen wir auf jeden Fall erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Stille haben. Bis dahin. Aloha.